Scheinbar will uns dieser Bewerb nicht. Wie gesagt, ich glaube, dass die Einstellung zu dem heutigen Spiel die richtige war. Die war gut. Die Spieler wollten unbedingt weiterkommen, haben alles gegeben, haben sehr viel Aufwand betrieben. Und ja, ich kann nur sagen, so wie ich das fühle, dass wir einfach heute nicht das Glück auf unserer Seite gehabt haben. Im Großen und Ganzen waren wir wahrscheinlich zu wenig giftig. Wir haben uns schlecht gestaffelt, wir haben zu wenig Bälle gewonnen in der Mitte. Und ja, war keine gute Partie, wobei wir trotzdem die Chancen plus gehabt haben und das Spiel einfach entscheiden müssen früher. Und beim Tor stellen wir uns halt leider nicht gut an, aber wenn ich den Elfer erste Halbzeit mache, dann ist es natürlich leichter für uns. Unser Ziel war klar, wir wollten aufsteigen und ja, wie der Spielverlauf war, sehr, sehr bitter, weil wir einfach in der ersten Halbzeit schon 3-4-0 führen können. Und leider haben wir die Tore nicht gemacht und dann kriegst du es halt irgendwie durch einen Zufall Standard. Wir haben, glaube ich, die erste Halbzeit ganz gut gespielt. Wir haben das Spiel im Griff gehabt, waren selber sehr gefährlich, haben genug Möglichkeiten vorgefunden, um in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass wir der Admira etwas mehr vom Spiel überlassen haben, aber das war so beabsichtigt, damit wir mehr Räume nach vorne hin zum Kontern haben, was wir auch gehabt haben. Nur haben wir diese leider Gottes zu kompliziert gespielt, nicht einfach zu Ende gespielt und ja, im Endeffekt muss man natürlich der Admira gratulieren und alles Gute fürs Halbfinale wünschen. Wir haben erste Halbzeit viel Aufwand betrieben, wollten das zweite Halbzeit auch noch verbessern und uns hat natürlich das Tor gefällt. Im WRC war es bis zum Tor auch nicht jetzt so rosig und dadurch ist halt der Gegner ein bisschen aufgekommen. Das ist ja normal, dass die dann eine Luft kriegen, wenn sie auswärts bei Rapid spielen. Und wir haben einfach dann leider nicht mehr zusetzen können. Ja, ist natürlich bitter. Es ist, glaube ich, für mich natürlich bitter, für die ganze Mannschaft. Wir wollten unbedingt ins Halbfinale kommen, ist uns nicht gelungen. Wir sind selber schuld, wir hätten die Chancen gehabt, wir hätten das Spiel früher entscheiden können. Und ja, dass wir dann so ein billiges Tor zum Schluss kriegen, ist natürlich doppelt bitter. Nein, er wollte schießen. Er hat auch in der Vorbereitung geschossen, da hat er getroffen. Es kann passieren, dass man Elfmeter verschießt. Es ist nicht nur ihm passiert. Es wird ihm wahrscheinlich auch noch öfter passieren in seiner Karriere. Ja, er hat die falsche Entscheidung getroffen, aber jetzt hat das an ihm festzumachen. Sehr gut geschossen, Dormann sehr gut gehalten. Schösswendner, ihm davor einen Tipp gegeben, er hat es leider nicht überzuckert. Ich glaube, wir brauchen uns fürs Derby nicht extra motivieren, wir wissen, auf was auf uns wartet. Aber natürlich ist das jetzt bitter und die nächsten ein, zwei Tage werden uns das belasten und dann müssen wir versuchen, es aus dem Kopf zu streichen, weil wir haben ein Ziel gehabt im Cup und das haben wir jetzt leider nicht erreicht. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir in die zwei anderen Bewerbe auf der Spur bleiben. Wir werden uns voll fokussieren auf das Spiel gegen die Austria. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Da ist ja, Zweiter gegen Dritter, da geht es um sehr, sehr viel. Wir wissen jetzt, wir sind draußen fertig, das müssen wir morgen dann analysieren und dann ist das schon gewesen und voller Fokus Meisterschaft und Europa League.